der Großen Koalition, da hat ja der politische Aschermittwoch so ein bisschen an Brisanz verloren. Da haut man nicht mehr so sehr aufeinander. Eigentlich schade, oder? Schade, sehr bedauerlich eigentlich. Bis später, Mick. Im griechischen Schuldendrama, das wird natürlich auch ein Riesenthema sein beim politischen Aschermittwoch, da deutet sich ein Kurswechsel an in vielleicht letzter Minute. Athen will, so war es zu hören, heute die Verlängerung des Hilfsprogramms beantragen. Das wurde ja bislang strikt abgelehnt. Das Sparprogramm, das ist der Hasenfuß, das gilt irgendwie nicht. Und was das genau bedeutet, das versteht noch keiner so richtig. Und die entscheidende Frage bleibt damit zunächst offen, ob Athen überhaupt bereit ist, die bislang vereinbarten Auflagen der internationalen Geldgeber zu akzeptieren. Am Kapitalmarkt, da kann sich Athen längerfristig kein Geld leihen, benötigt also weitere Hilfen. Und eine wichtige Entscheidung gibt es auch heute noch, denn die EZB berät darüber, ob die Notfallkredite von bislang 65 Milliarden Euro für die griechischen Banken weiter bewilligt werden. Die brauchen nämlich dringend Geld, denn die griechischen Sparer, angesichts der Unsicherheiten um das Thema Euro auch im Lande, die rennen nach wie vor den Banken die Türen ein und räumen ihre Konten leer. Darüber spreche ich jetzt mit Crash-Experten Günter Hannig von www.geldcrash.de. Ja, 2015 hat für den DAX relativ gut begonnen, trotz Krisen wie Griechenland oder Ukraine. 11.000 Punkte haben wir gesehen. Wie erklären Sie sich das? Naja, das hat ja mit realer Wirtschaftsentwicklung nichts mehr zu tun, das ist ja nur noch reine Spekulation. Also das Zinsniveau ist niedrig und deshalb geht eben das Geld in die Spekulation, weil es einfach keine alternativen Anlagemöglichkeiten mehr gibt. Aber gerade so eine Konstellation ist sehr kritisch und kann ganz schnell eben auch zu einem Crash führen, weil einfach keine Substanz da ist, weil nur noch spekuliert wird. Ist nicht Spekulation das Wesen der Börse? Auf der einen Seite schon, aber trotzdem muss sich auch die Börse an der realen Entwicklung orientieren. Also das ist wie ein Baum. Ein Baum kann auch nur so schnell wachsen, wie seine Wurzeln eben zunehmen. Wenn also die Wurzeln klein bleiben und der Baum immer mehr wächst, dann fällt er irgendwann um. Genauso kracht die Börse, wenn die reale Wirtschaft das überhaupt nicht hergibt. Also Sie kritisieren die Entscheidung der Notenbanken, der EZB in dem Fall, hier die Geldschleusen so weit zu öffnen, auch wenn man jetzt versucht, hier das Thema Deflation oder Kreditvergabe zu lösen. Es ist wirkungslos, was die Notenbanken da machen. Also die japanische Notenbank, die pumpt schon seit Jahren über, also kaufen seit Jahren über an die 600 Milliarden Euro Staatsanleihen auf, ohne dass das irgendeine Wirkung auf die Inflationsrate gehabt hätte oder irgendwie die Dauerkrise in Japan behoben hätte. Also solche Aktionen sind einfach wirkungslos, es bleist nur die Börse weiter auf, aber für die reale Wirtschaft hat das gar keine Wirkung, weil dieses Geld der Notenbank überhaupt nicht beim Mann unten, beim kleinen Mann unten ankommt, der das dann ausgeben könnte. Was ist jetzt eigentlich die größere Gefahr, Inflation oder Deflation? Ganz klar Deflation. Also Inflationen hatten wir schon viele, viele Entwicklungsländer hatten Inflationsraten von tausenden Prozent, ohne dass das große Armut verursacht hätte. Dagegen reicht eine Deflation von 10% wie in der Weltwirtschaftskrise aus, um also ein ganzes Land umzukrempeln. Aber eine Inflation, ich habe das ja in der Schule gelernt, wenn hier viel Geld gedruckt wird, dann wird das Geld immer weniger wert, dann stehen da immer größere Beträge dann drauf und das hat doch dann zu Riesenproblemen geführt. Naja, Riesenprobleme nicht, aber das steht ja jetzt gar nicht zur Disposition, weil eben dieses Geld der EZB, das wird ja nicht gedruckt, wie das immer irrtümlich behauptet wird, sondern das sind Ankauf von Staatsanleihen, das erhöht also die Geldmenge überhaupt nicht. Und dieses ganze Geld, was die Notenbank den Banken zur Verfügung stellt, kommt überhaupt nicht in Umlauf. Und solange Geld nicht in Umlauf kommt, kann es auch gar keine Inflation geben. Und das sehen wir ja auch jetzt. Also wir haben keine hohen Inflationsraten jetzt, ganz im Gegenteil. Jetzt lassen Sie den Ölpreis mal wieder anziehen auf ein Niveau, was wir hatten, so um die 100, dann haben wir sie wieder. Ja, dann geht die Preissteigerung ein bisschen nach oben, aber da eine richtige Inflation, dass wir jetzt 10-20% Inflation haben, das ist überhaupt nicht in Sichtweite. Ja, und ich sagte eingangs, das Ganze ist irgendwie auf künstlichem Sand irgendwo gebaut, da wird was aufgebläht. Trotzdem kommen wir nicht dran vorbei. Die Aktienkurse steigen, Sie sagten selber, mangels Alternativen. Würden Sie derzeit noch Aktien kaufen? Wenn ja, welche? Also ich rate auch in meinem Börsenbrief Crash Investor, rate ich ja auch dazu, Aktien zu kaufen, einfach auch zur Vermögensstreuung. Da gehören auch Aktien einfach dazu. Aber wir haben das halt strikt auf 25% des Vermögens limitiert, also mehr auf keinen Fall.
und dort kaufen wir eben nur substanzstarke Aktien, also von Unternehmen, die auch in Krisenzeiten gut wirtschaften, wie jetzt, ich sage ein Beispiel wie Nestle zum Beispiel. Das ist ein Lebensmittelkonzern, Lebensmittel werden auch in Krisenzeiten benötigt und sowas kann man noch kaufen, aber von irgendwelchen zyklischen Aktien oder Autoaktien, Bankenaktien rate ich also dringend ab. Was machen Sie mit den restlichen 75%? Naja, das wird gestreut einmal in Fremdwährungen, zum Beispiel Schweizer Franken. Da haben meine Leser also einen dicken Gewinn gemacht im Januar, als der Schweizer Franken plötzlich 20% aufgewertet hat. Dann haben wir auch teilweise Anleihenfonds haben wir drin, auch teilweise auch Schweizer Franken lautend, ist auch kräftig angestiegen. Edelmetalle haben wir, haben auch Energiewerte, dann eben ein Aktiendepot auch und vor allem auch Shortwerte. Also wir setzen auch auf Short und sichern uns im Vorab schon gegen einen möglichen Crash ab. Der Hanich von Geldcrash.de sichert sich ab gegen den kommenden Crash. Danke sehr fürs Interview, Hanich. Bitte. Die UBS.